Warum wird in der aktuellen Diskussion um Hartz IV und der sozialen Leistung das bedingungslose Grundeinkommen nicht ernsthafter diskutiert? Es löst eigentlich alle aktuellen Probleme mit Hartz IV und sollte von einem reichen Land wie Deutschland auch tragbar sein. Herr Eilfort, das bedingungslose Grundeinkommen würde heißen, jeder bekommt einen bestimmten Betrag, eben ohne irgendeine Bedingung. Wie sinnvoll wäre das Ihrer Meinung nach? Das wäre aus meiner Sicht die dümmste Idee, die es jemals gegeben hat. Ich will das auch kurz sagen. Warum? Mir geht es gar nicht um die Finanzierung. Die glaube ich auch nicht, dass die möglich ist. Aber mir geht es um die Praktikabilität. Grundeinkommen. Wir sind in Deutschland in einem Land, also alles über einen leisten, jeder das Gleiche. Wir sind in Deutschland in einem Land, in dem die Menschen liebevoll an Einzelfallgerechtigkeit hängen. Hartz ist eine individuelle, einzelfallangepasste Maßnahme mit einer Bedürftigkeitsprüfung. Und ich bin der festen Überzeugung, dass zum Sozialstaat die Bürokratie, ob wir das wollen oder nicht und ob es uns passt oder nicht, es ist mühsam, aber dass zum Sozialstaat die Bürokratie gehört, wie die Luft zum Atmen. Das ist einfach erforderlich, man muss prüfen. Es ist auch ein Interesse der Steuerzahler, da zu wissen, wie wird mit dem öffentlichen Geld umgegangen. Man muss einfach Bedürftigkeit prüfen, damit die Richtigen, das ist ja das Ziel, bei dem wir uns hoffentlich alle einig sind, damit die Richtigen das Geld bekommen und nicht einfach nur die, die zuerst hier schreien und die am lautesten sind. So, und beim Grundeinkommen, wenn wir es einfach an alle bedingungslos ausschütten. Wir halten das in Deutschland, in diesem Land mit der Einzelfallgerechtigkeit, keine 3 Monate durch, dass eine 64-jährige Behinderte, die gerne arbeiten will, aber wirklich nicht mehr kann, dass die so viel Grundeinkommen bekommt wie ein 19-Jähriger, der das relativ lose mit der Arbeitsdisziplin sieht in Berlin-Kreuzberg. Also das ist eine Gerechtigkeitsfrage. Ja, das ist eine Gerechtigkeitsfrage. Dann kriegen wir sofort die Behindertenzuschläge und am Ende haben wir die ganze Bürokratie innerhalb von 6 Monaten wieder, die wir vorher hatten, bei aber unglaublich unbezahlbaren Kosten. Das funktioniert nicht. Es ist eine deutsche Sehnsucht, immer die ganz große Vereinfachung, wird aber nicht funktionieren. Okay, was sagen Sie, Herr Schneider, zum bedingungslosen Grundeinkommen? Ich bin da sehr unentschlossen. Auf der einen Seite ist es ein unheimlich sympathisches Konzept, das muss man mal sehen, weil anders als Hartz IV geht es davon aus, dass der Mensch nicht faul ist, dass der Mensch nicht, wenn man ihm Geld gibt, nicht mehr aus dem Bett steigt und sich in irgendwelche Hängematten rumwühlt, sondern die sagen, der Mensch will ja was tun, alle Menschen wollen was tun, sie wollen was Kreatives und Vernünftiges tun, alle sollen die Chance haben. Sie setzen auch daran an, dass in den letzten Jahren die Vermittlungsquote bei Hartz IV, bei Langzeitarbeitslosen, die liegt faktisch bei etwa 3%, dass sich da einfach nichts mehr tut. Also das ist erstmal das Hochsympathische an dem Ganzen. Und natürlich, ich brauche wirklich nicht Bürokratie wie die Luft zum Atmen, beim besten Willen. Mich nervt Bürokratie. Und spätestens, wenn Sie mal versucht haben, waren Sie wahrscheinlich schon mal hier in Berlin, Ausweis zu kriegen und Führerschein, dann wissen Sie, was los ist, das braucht kein Mensch. Aber die Schwierigkeit natürlich bei diesem Grundsicherungsmodell ist einmal das, ungeheure praktische Probleme. Man müsste wirklich Milliarden und Milliarden einmal umwidmen. Ich muss auch das bei denen, die ja ohnehin gutes Einkommen haben, wieder wegversteuern. Also sonst müssen wir ja Geld vermehren können. Also ein sehr kompliziertes Verfahren. Und ich glaube auch, da gebe ich Ihnen nicht so vehement, wie Sie argumentiert haben, aber in der Richtung recht, dass es mit vielem, was wir an Mentalität haben in Deutschland, dass der Sozialstaat ja auch eine Errungenschaft ist. Der wurde ja erkämpft. Der ist ja nicht irgendwie vom Himmel gefallen, dass das deshalb mit der Mentalität in Deutschland nicht zusammenpasst, glaube ich auch. Was meinen Sie, Frau Stein? Also zunächst mal würde ich auch sagen, ich glaube nicht, dass wir unbedingt die Bürokratie brauchen, damit es uns gut geht. Ich habe nicht gesagt, wir brauchen sie. Ich habe gesagt, sie gehört zum Sozialstaat. Ja. Also mir fällt da sofort das Bildungs- und Teilhabepaket ein, was wir ja haben, um Kindern und Jugendlichen eben teilhaben zu lassen an Bildung. Und das nehmen nur 15% der Kinder und Jugendlichen in Anspruch. Und der Grund dafür ist die Bürokratie, die dahinter steht. Was ich jetzt noch mal auf Kinder und Jugendliche bezogen sagen würde, es könnte schon sehr interessant sein, für die so etwas wie ein gesichertes, ich will es jetzt nicht Einkommen nennen, aber eine gesicherte finanzielle Leistung, damit sie teilhaben können. Wir haben so ein Konzept gerade vorgestellt, ne, oder dass wir, dann nennen wir das Teilhabegeld, was wir tatsächlich jedem Kind und jedem Jugendlichen geben wollen. Aber, unabhängig vom nein, der Eltern? Genau, aber mit dem Einkommen der Eltern, mit dem steigenden Einkommen der Eltern auch abschmelzen möchten. Und zwar, damit dort tatsächlich Geld ankommt, wo es dringend gebraucht wird. Und es gibt auch viele Familien, die können von dem Geld, was sie erarbeiten, erwirtschaften, auch selber gut leben. Insbesondere, wenn man vielleicht bei den Sozialversicherungen auch noch mal ein Stück weit entlastet, weil da werden Familien über Gebühr belastet. Aber es brauchen nicht alle gleich viel. Also das Gießkannenprinzip ist kein gutes Prinzip. Aber im Augenblick haben wir ja eher ein Prinzip, was in die andere Richtung geht. Die Gießkanne geht manchmal dort vorbei, wo sie eigentlich dringend gebraucht wird. Beispiel Kindergelderhöhung. Ja.
Aber da würden Sie sagen, sozusagen, dass dieses Modell Grundeinkommen hätte, würde Sinn das machen, jetzt, wirklich, wenn also oder sagen wir also mal bezogen so, auf Kinder und Jugendliche, weil die können ja nicht arbeiten. Mhm. Also Kinder und Jugendliche können sich nicht selber aus Armut herausbewegen. Also, die hängen an ihren Eltern dran und das, also dieses System fordern und fördern, das denkt, also es geht ja von der Denke aus, man sollte arbeiten. Also, was ja für Erwachsene auch sinnvoll ist. Aber für Kinder und Jugendliche passt das ja nicht. Und deswegen und ist da so etwas wie eine pauschale finanzielle Leistung, die erstmal allen zusteht, aber die man bei steigendem Einkommen der Eltern abschmelzt, weil es ist ja klar, das Geld geht trotzdem erstmal in die Verwaltung der Eltern, auch wenn es für die Kinder ja gedacht ist. Und der Vorteil ist wirklich, dass wir endlich das System vom Kopf auf die Füße stellen würden. Wir haben im Moment einen hohen Entlastungseffekt durch den Steuerfreibetrag. Dann kommt mittlerer Bereich Kindergeld und bei Hartz IV wird es gleich wieder abgezogen, da kommt gar nichts hin. Und dieses Modell, das unter dem Titel Kindergrundsicherung sehr ähnlich, ja mittlerweile eine Vielzahl von Verbänden, der Paritätische, der Kinderschutzbund und andere unterstützen in der Richtung, würde das einmal umdrehen. Mhm. Jedes Kind bekommt das, was es braucht und was nicht so viel braucht, gibt es wieder ab. Ja, Marlon Borchers fragt auch, die Frage an die Gäste hier, halten die Gäste die derzeitige Hartz-IV-Regelung auch im Anbetracht der fortschreitenden Digitalisierung noch für zeitgemäß? Wäre es nicht an der Zeit, unser Sozialsystem grundlegend zu reformieren? Das passt ein bisschen in diese Richtung Grundeinkommen, Herr Eifert. Gibt es einen Punkt, wo Sie sagen, ja, eigentlich nach all den Jahren Hartz IV, wir müssen vielleicht noch mal doch irgendwie überlegen, ob wir es auf andere Füße stellen? In einzelnen Sachen kann man immer verbessern, auch beim Bürokratieabbau herzlich gerne. Einzelne Gruppen besser treffen und die Bedürfnisse besser treffen, immer. Das ist eine stetige Aufgabe und ein stetiger Anspruch, dass man das System verbessert. Im Grundsatz ist das System, so wie es vor 15 Jahren ersonnen wurde, nicht das Schlechteste. Es ist übrigens auch ein Märchen, das immer verbreitet wird, das so getan wird, als hätte der Staat da an den Menschen gespart. Also für Hartz IV heute wird wesentlich mehr ausgegeben als früher für Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe. Also die Dinge sind nicht so einfach, aber nochmal zur Digitalisierung. Ich glaube nicht, diese ganzen Tartaren-Meldungen, dass Millionen Arbeitsplätze einfach so verloren gehen. Jede Innovation, es gibt immer Unterbrechungen, es gibt einzelne Berufe, die kriegen Probleme, es gibt neue Chancen. Jede Innovation hat am Ende mehr Arbeit und mehr Wachstum bisher gebracht. Wir müssen in Deutschland nicht vielleicht Weltuntergangsszenarien diskutieren, sondern wir sollten die Chancen ergreifen, die sich bieten und die auch allen zugutekommen. Ich sehe aber keinen Zusammenhang zwischen der Notwendigkeit, Hartz IV zu verändern, die Sozialsysteme zu verändern und der Digitalisierung. Und die kombinierte Diskussion Digitalisierung-Grundeinkommen halte ich für besonders gefährlich. Mhm.